Hallo, heute besprechen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2018, und zwar die Aufgabe Nummer 6. Bei der Aufgabe 6 geht es um zwei LKW, die von einem Depot aus zu unterschiedlichen Zeiten starten und gleichzeitig am Ziel ankommen sollen. Beide legen den gleichen Weg zurück. Auch hier versuchen wir mal wieder eine kleine Skizze, um zumindest den Bewegungsablauf irgendwie sichtbar zu machen. Von einem Depot aus, ich stelle mir einfach jetzt gewissermaßen die Startlinie vor, fährt der eine PKW los und bewegt sich also auf das Ziel irgendwie zu. Die Geschwindigkeit, mit der er sich bewegt, das wäre jetzt zum Beispiel der LKW 1, hat eine Geschwindigkeit von, am Ende des Tages werden beide sich irgendwie eingeholt haben,